von der Oberstufe singen. Es gibt kein einziges Kind auf dieser Welt, das mit Hass geboren wird. Das gibt es nicht. Da kann man mir sagen, was man will. Ich habe jahrelang, also 40 Jahre lang, mit meinen Kindern in der Schule gearbeitet. Hass bei Kindern, das gibt's nicht. Und stopp. So, und jetzt einmal die Hände nach vorne strecken. Versuch mal bitte, die anderen nur mit den Fingerspitzen zu berühren. So, so, so. Die Kinder können nicht mit Hass geboren werden, aber die lernen es durchaus von ihren Eltern. Das ist das, was heute noch in vielen Köpfen fest verankert ist. Es ist Kolonialismus, wo sie sich für die Herrenmenschen gehalten haben. Und das ist Hass. Siehst du was? Wirklich nicht? Wie viele Finger habe ich da? Fünf. Okay, pass mal auf, Leute. Jetzt kommt der Tobias dran. Einer der Nachfahren des hingerichteten Königs Rudolf Dualamanga ist Jean-Pierre Félix Eyoum. Der Lehrer lebt bereits seit mehr als 50 Jahren in Bayern. Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Verwandten Henri Manga in Kamerun setzt er sich für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ein. Dieser Film dokumentiert sein Engagement. Der Lehrer Jean-Pierre Félix Eyoum wurde in Douala geboren, einer Großstadt in Kamerun. Die Tragödie um König Dualamanga spielt im Leben der Adelsfamilie in Douala auch 100 Jahre nach dem Justizmord eine unrühmliche Rolle. Jean-Pierre ist mit dem heutigen König Jean-Yves Mbombou entfernt verwandt, der wiederum Urenkel des Kolonialopfers Rudolf Dualamanga ist. Rudolf Dualamanga wird heute als Held des Widerstands gegen die Kolonialherren gefeiert. Doch das war nicht immer so. Wie kam es dazu? Ein Jugendfreund und Vetter von Jean-Pierre Félix Eyoum ist Henri Manga, Kulturbeauftragter der 3-Millionen-Metropole Douala. Für die beiden wurde die Tragödie des Douala-Königs Rudolf Manga zum Auftrag ihres Lebens. Wir sind im Park vor dem Palast von Rudolf Manga Bell. Dieser Palast heißt La Pagode, weil der Palast sieht aus wie die Pagoden in Japan. Es wurde unter der deutschen Zeit gebaut von Manga Bell, der Vater von Rudolf Manga Bell. Und dieser Palast ist heute ein Zeugnis, ein besonderes Erbe, Architekturerbe von der Stadt Douala. Wo jetzt heute in Kamerun jeder weiß, wer Rudolf Dualamanga Bell war, dass er einer der ersten Widerstandskämpfer gegen die Kolonialherrschaft gewesen ist. Ja, der Pionier von der Befreiung Kameruns. Wie die geologischen Schichten, die von den verschiedenen Zeitaltern ihrer Entstehung zeugen, Denkmäler wie das von Nachtigall, das sich noch in einem Park befindet in Douala, sind wichtige Zeugnisse von der Geschichte Kameruns. Dafür muss man es behalten. In Deutschland wird mittlerweile die Ehrung von einstigen Kolonialherren hinterfragt und verpönt. Initiativen in Berlin und anderswo fordern seit Jahren die Entfernung der Straßennamen von sogenannten Helden des deutschen Kolonialreiches, fast 100 Jahre nach der Hinrichtung
von Rudolf Dualamanga. Das ist das Kleid in den Farben der Königsfamilie, der Mangabell. Und ich freue mich heute besonders an diesem Tag und habe deswegen dieses Kleid angelegt. Ja, der König kommt. Le roi. Ah, le roi arrive. Le roi arrive. Mon premier, voici Madame le maire, Madame Rindinha, König Ebumbu Douala Mangabel aus Douala. Sehr. Ja. Vielen Dank, dass Sie unsere Einladung gefolgt sind. Nachtigall war der große Entdecker von Afrika für die Deutschen. Der große Mann der Kolonialzeit. Viele von diesen Menschen, die so brutal mit den Afrikanern umgegangen sind, die werden bis heute noch geehrt. Man muss erkennen, das waren Verbrecher und das, ihre Namen müssen weg. Rudolf Douala Mangabel als Opfer der Kolonialzeit nimmt jetzt den Platz eines Kolonialherren, großen Kolonialherren mit dem Namen Nachtigall. Und das ist für mich eine Genugtuung, das ist eine Freude, das ist eine schöne Sache. Ja, noch nicht. Moment, Sekunde. Und jetzt. Bravo. Boas Nyasawa e Jai Tena. Boas Nyasawa e Kotom Tena. Douala Mangabel und seine Frau Emily waren ehrenvolle und friedliche Menschen. Sie sind für uns Vorbilder. Folgen wir ihnen nach. Danke. Man muss versuchen, auch die anderen Menschen, die von der Geschichte nichts wissen, zu gewinnen. Und das höre ich von allen Seiten. Du bist der Einzige, der sich bedankt bei den Anwohnern von dem Platz. Sag ich, ja sicher muss man sich bei diesen Leuten auch bedanken. Die müssen ja auch eine Menge Unannehmlichkeiten auf sich nehmen. Unterschiedliche Interessen, alle prallen sie auf mich. Also ich stehe da irgendwo ziemlich in der Mitte. Ich pflege Kontakt mit kultivierten Menschen, belesenen Menschen, Menschen, mit denen ich mich an meinen optimistischen Tagen gerne unterhalte. Menschen, die allerdings keine Bedenken zeigen, kein Zögern, wirklich keine Scham, im höflichen Gespräch mit mir rassistische Worte zu verwenden. Es gibt nicht nur Nazis in der Suppe. Und in den Köpfen, in denen Betrüger als Forscher verharmlost werden, in denen geraubtes Land zu Schutzgebieten verklärt werden, in denen aufrichtige Könige verraten werden, in denen fehlenden offiziellen Entschuldigungen auf kolonial begründeten Hinrichtungen folgen, hilft kein Appell an das Gewissen. Doch an den Tagen, an denen ich am optimistischsten bin, weiß ich, es geschieht sowieso das Erinnern. Es gibt Menschen, sie tragen Geschichten auf der Haut. Hier werden Brücken gebaut und manche von uns tun es. Das Erinnern. Wir schenken deutsche Straßen unseren Namen. Es geschieht sowieso, ob die anderen es wahrhaben wollen oder nicht. Bravo. Bravo. Oh la la. Wahnsinn. Wow. Oh, please. Wow. Der Jean-Pierre ist für mich ein großer Versöhner. Die Anklage ist mehr auch eine Beschreibung dessen, was geschehen ist. Und
der Jean-Pierre möchte nicht, dass das Negative überhand nimmt, sondern er möchte diese Vergangenheit und das Beispiel von Rudolf de la Mangabelle nehmen, um in eine bessere Gemeinsamkeit zu führen. Das ist für ihn, glaube ich, wichtiger als alles andere. Die Geschichte um Rudolf de la Mangabelle ist mir erst in Deutschland bewusst geworden. Da habe ich erst die Geschichte entdecken müssen, richtig entdecken müssen. Bienvenue, merci d'être venu. Und es wurde immer mehr und es wurde immer mehr. Und dann ist es wirklich zu einem riesen Thema für mein Leben geworden. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese eine Frau, die da sehe, die haben mit im Haus gearbeitet, ja, haben da auch gelebt, oder? Ja, haben auch da gelebt. Die waren so wie Dienstboten und Kindermädchen, nicht wahr? Ja, aber haben Sie irgendwas von Ihren Familien oder sowas mitbekommen? Nein, die hat man doch nicht in die Wohnung gelassen, glaube ich. Ach so. Die haben dann, ich weiß nur, dass sie alles ausgestohlen hatten. Wie haben Sie denn gesprochen? Deutsch. Ah, die haben alle Deutsch gesprochen? Wir müssen lernen Deutsch. Ne? Die Sprachen von dort, Die Sprache der Schwarzen gelernt. Da sind aber Kinder zum Beispiel, die kommen mir so vor, als wären die... Von der Station wahrscheinlich, von den Angestellten, die Kinder. Die Kinder von den Angestellten bei der Station. Wahrscheinlich. Aber zu solchen Kindern, also das sind ja auch kleinere Kinder, hatten sie keinen Kontakt. Man ist nicht zusammengekommen, ne? Sie sind in die andere Schule gegangen, die, weiß ich, ob die Schule war für Schwarze, keine Ahnung. Prinz Rudolf, der älteste Sohn des Königs der Douala, besucht die deutsche Schule. Dort bringt ihm der weiße protestantische Lehrer das Rüstzeug eines deutschen Untertanen bei. Aus dem künftigen Thronfolger Rudolf soll ein guter Deutscher geschmiedet werden. Sein Vater, der Douala-König, hofft, dass der Erbprinz die Angst vor den Deutschen verliert, wenn er deutsch erzogen wird. Rudolf darf den kaiserlichen Finanzrat Pahl auf der Reise begleiten und dieser nimmt ihn und seinen kleinen Begleiter mit in die eigene Heimatstadt Aalen. Hier sieht man die Familie Oesterle. Der Lehrer Oesterle hat sich bereit erklärt, Rudolf de la Mangabelle und noch einen jungen Afrikaner, der auch aus Douala kam, Toumé Metom, aufzunehmen. Und er selber hatte nur Mädchen und hatte er zwei Männer jetzt in seiner Familie. Und da haben sie dort 5 Jahre gelebt in dieser Familie. Rudolf besucht die höhere Lateinschule der kleinen Stadt Aalen und ist bei seinen Mitschülern schnell sehr beliebt. Alle wollen seine Freunde sein. Groß, sportlich und intelligent spricht er schon bald Deutsch ohne Akzent. Kein Afrikaner war je so deutsch wie er. Rudolf lebt nach deutscher Sitte und deutschem Recht und er glaubt daran. Für das Abitur wechselt der Prinz an das Gymnasium nach Ulm. Im Klassenbuch steht Thronfolger als Beruf des Vaters. Doch dann stirbt der Großvater und Rudolf muss nach Kamerun zurück. Er bleibt seiner zweiten Heimat Aalen herzlich verbunden, besucht die Stadt mit Vater und Brüdern, schreibt Postkarten und Briefe an die Freunde und die Familie Oesterle. Die Enkelin von diesem Mann hat mir geschrieben. Und dann habe ich tatsächlich meine Kinder einfach ins Auto gepackt. Dann habe ich gesagt, wir besuchen jetzt die alte Frau. Und dann haben wir sie damals besucht. Heute bin ich mit ihren Söhnen noch sehr, sehr gut befreundet. Insgesamt war ich 5 oder 6 Mal schon in Aalen. Da habe ich Vorträge gehalten, in denen ich erzählt habe, dass Rudolf sich dort wohlgefühlt hat. Die Leute waren natürlich begeistert. Aber dann kam immer das Ende der Geschichte. Dann habe ich gesagt, dann habt ihr Deutschen ihn aber umgebracht. Weil er nicht mehr das gemacht hat, was ihr Deutschen gewollt habt. Die
1908 stirbt der Vater und Rudolf ist nun König der Duala. Er ist in einer schwierigen Situation. Die deutschen Herren der Stadt wollen eine Trennung der weißen und schwarzen Bewohner herbeiführen. Der Hafen und das wirtschaftliche Zentrum bleiben allein den Europäern vorbehalten. Afrikaner werden, wenn nötig, gewaltsam in das Hinterland abgedrängt. Rudolf Dualamanga will das nicht zulassen. Er wehrt sich mit einer Petition an den Reichstag in Berlin, denn er glaubt und vertraut auf das deutsche Rechtssystem. Der König der Duala hofft auf Erfolg, denn die größte Reichstagsfraktion, die Sozialdemokraten, stehen auf seiner Seite. Doch am Vorabend des Ersten Weltkrieges greift die Verwaltung der Kolonie hart durch. Sie verhaftet den König und verurteilt Rudolf Dualamanga wegen angeblichen Hochverrats. Namala, umbo watete, namala, umbo watete, o umselaba. Duala Manga Bel, Bela Landawa Bua. Mwenge mau atano alongo, mutandina. Until when so Dualamanga, Mongelma Matasun Nanji, Uyebua, Kundawala no Moda. Ska Alia Madingama ona Muntukamua, baby boy. Jem, Ata Asenga Bam Nyana Aquadina, Ye Bam Namo Kanaba Kalaba Jaman Bakwan, a bangi Tajan to Sambami Yanga Bab Bamu Mona e Dakor. Ye Bam Namo Mo Awo. De Cameroon, yes, Ebelunge. Da entdecke ich was. Christine Mongobel, genannt Ma Essenluba. So haben wir sie genannt als Kinder. Diese Frau war, die war in diesem Fall ja unbezahlbar, so wie die da berichtet hat. Und außerdem ist die ja Zeitzeugin gewesen. Das ist schon ganz was anderes, als wenn man Enkelkind und nur vom Opa gehört hat. Das ist nicht mehr das Gleiche. Atande odawe bua kakinye mene. Gene ne labwa. Gene ne labwa. Ke, de atabo tongo oko bimende nama. Abonde mo. Ganz am Anfang war es wirklich sehr, sehr schwer, das Thema Rudolf Dualamanga Bell den Leuten überhaupt nahe zu bringen. Viele haben ja fast aggressiv sogar reagiert. Wenn ich davon erzählt habe oder die Deutschen beschuldigt habe, die haben ihn umgebracht, das wollten die nicht so gerne hören. Gerade die Leute aus dem Geschichtsverein, da waren so ältere Herrschaften, oh, die waren da wirklich nicht begeistert davon. Ganz viele Zeitungen haben immer wieder berichtet von Rudolf Dualamanga Bell. Das war in der Süddeutschen und ich als Süddeutscher, ne, ich freue mich natürlich besonders, als Süddeutsche dann die Süddeutsche so zu sehen, ja, das Bild der Familie Oesterle da und mein Bild direkt darunter und mit dem Titel Die guten Deutschen. Und der erste gute Deutsche ist natürlich Rudolf Dualamanga Bell, der zweite ist da unten. Und das ist natürlich für mich eine große Ehre und hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Tete Kombo, yes, sangue Kombo, dimeawa, ye jalebewa. Tete Kombo, yes, sangue Kombo, dimeawa. Musibane, in Kumwangona, Bodhi.
es ist seine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, dass er sich auch mit Rudolf Dualama-Gabell ein Stück weit identifiziert. Das heißt, er bewundert Rudolf Dualama-Gabell und daraus schöpft er seine Kraft. Und darum geht das so, dass er von morgens bis abends telefoniert und organisiert. Und obwohl es manchmal wirklich stressig ist. Es ist nämlich stressig, diese oft die beiden, Kamerun einerseits und Deutschland andererseits, die Leute zusammenzubringen auf eine Art und Weise, dass es für alle gedeihlich ist. Die Auffälligkeit, einfach die äußerliche Auffälligkeit hat dazu geführt, dass man mich in den Fußballverein früh, da hieß es dann immer, ah, auf den Schwarzen müsst ihr aufpassen oder so. Besondere Aufmerksamkeit habe ich damals in den 80ern hier in den Bayern schon erfahren, weil es einfach sehr wenig farbige Menschen in der Zeit hier gab und mein Vater und ich wirkliche Exoten in der damaligen Zeit hier dargestellt haben. Aber mir selbst ist es tatsächlich ja, erst im Laufe der Jahre bewusst geworden, weil es so normal war, eben auch diese besondere Aufmerksamkeit von verschiedenen Seiten zu bekommen. Aber die war hier in Bayern durchwegs eigentlich positiv konnotiert, muss ich sagen. Auch wenn das nicht immer angebracht war, war das trotzdem etwas, was mich nicht dazu gebracht hat, dass ich darunter gelitten habe. Ich habe Sehnsucht nach Afrika immer noch. Wenn ich nach Kamerun komme, bin ich absolut glücklich, meine Verwandten zu umarmen, mit denen zu reden, alte Dinge wieder aufleben zu lassen. Das ist doch ganz klar. Aber wieder nach Deutschland, das ist mir auch dann schon nach 2 Wochen ganz, ganz, ganz wichtig. Als ich nach Kamerun gekommen bin, wurde ich eindeutig als Weißer behandelt und musste da erstmalig feststellen, dass die Zugehörigkeit dort auch nicht so zu finden war, wie ich das gegebenenfalls erwartet hätte. Ich hatte mich hier in Deutschland natürlich immer als jemand anderen wahrgenommen, als jemanden, der ursprünglich auch nicht von hier kommt. Und als ich dann nach Kamerun gekommen bin, hat man mir sehr schnell auch gezeigt, dass es auch nicht der Ort ist, von dem ich komme und wo ich jetzt so dazugehöre. Das hat mir aber, glaube ich, schon auch im Laufe der Jahre sehr geholfen, mich losgelöst von diesem Ort, von dem man kommt, selbst zu identifizieren und da meine Persönlichkeit auch zu finden. Wenn ich nach Kamerun komme, die letzten Male, wo ich in Kamerun war, da kommt der Deutsche. Der kommt mit seinem Ordnungssinn, mit seiner Sauberkeit. Und vor allem kommt er mit viel Geld. Ja. Da kommt er mit viel Geld. Ja. Servus, Sauitere. Ja, grüß dich. Was machst du da? Wie geht's dir? Ich bin noch frei. Ja. Die anderen müssen schon länger renten. Ja, ja. So ist das. Treibt die da runter? Ach du, ich hab ja die Geschichte von meinem Großonkel. Ja? Aha. Und jetzt habe ich so viel Kontakt mit Kamerun. Schade, dass wir doch nicht nach Kamerun geflogen sind. Ja, hätten wir machen sollen. Ich wollte doch mit euch nach Kamerun machen. Ich habe ganz viele Freunde in Deutschland, die absolut auf meiner Seite sind. Und dann gibt es aber ganz viele andere Menschen, ganz nette Nachbarn von mir im Dorf, wo ich wohne, die lieben mich. Aber wenn die hören von dem, was ich fordere, dann schauen Sie mich dann ein bisschen anders an. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren und 1973 bin ich dann nach Deutschland eingezogen.
Ahoi, Bobo, Henri Manga, mein Freund und mein Bruder. Henri ist mittlerweile in der Stadt Douala der Beauftragte für kulturelle Dinge. Einer der seltenen Leute, die da in Kamerun überhaupt was noch tun für die Kultur. Ich habe Jean-Pierre Félix zum ersten Mal um das Jahr 1966 in Douala getroffen. Unsere Mütter waren Cousinen. Ich war sofort von seiner Freundlichkeit beeindruckt. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Vor etwa 40 Jahren kam ich zurück nach Kamerun. Damals war das Interesse über Rudolf Douala-Mangabell nicht so groß, eher mäßig. Der Kampf über das tägliche Überleben hat viel mehr die Köpfe beschäftigt. In 1985 haben wir in Douala eine große Veranstaltung organisiert, um den Beginn von Rehabilitierung in Kamerun von Rudolf Douala-Mangabell zu feiern. Und danach haben wir auch ein Theaterspiel produziert über das Leben und den Tod von Rudolf Douala-Mangabell. Die Sendung von diesem Theaterstück im kamerunischen Fernsehen hat damals die Erinnerung des Heldentaten Rudolf Douala-Mangabell wieder aktuell gemacht. Und wir sind stolz, dass wir auch ein Teil davon, dass dies geschah. Rudolf Douala-Mangabell, vous l'avez bien compris, a certainement la dimension d'un Gandhi, la dimension de Nelson Mandela. Nous sommes fiers d'avoir un tel personnage au Cameroun et c'est ce que nous devons retenir. Il est temps que le Cameroun non seulement parle de lui, reconnaisse sa qualité exceptionnelle, son rôle de pionnier, pionnier du nationalisme vrai du Cameroun. Die Kameruner waren früher immer Bewunderer von den Deutschen. Sie haben immer nur von den positiven Seiten von den Deutschen gesprochen. Und langsam verstehen sie aber, dass die Deutschen nicht nur Gutes gebracht haben, dass die Deutschen viel mitgenommen haben, dass die Deutschen sich selbst bereichert haben. In letzter Zeit erwacht in Deutschland die Erinnerung an eigene koloniale Schuld. Eine Aufarbeitung verdrängter Beziehungen wird Thema. Die Forderung Decolonize trifft vor allem Museen hart. Koloniale Schuld soll durch die Rückgabe von Kulturgütern aus Afrika eingelöst werden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird von kamerunischen Intellektuellen der geraubte Tangue aus München zurückgefordert. Ein traditioneller Schiffsschnabel aus Douala der Kolonialzeit wird im Münchner Museum zum Katalysator des Rückgabekonfliktes. Ich fühle mich als schwarze Frau da oft, ja, also gehe da raus mit Traumatisierung eigentlich. Es ist jetzt durchaus nicht so, dass wir eine einzige Räuberhöhle sind, also unser Museum, wo alles zusammengerafft wurde, was nicht nied- und nagelfest war auf der Erde. Diese ersten europäischen Besitzer, die also zum ersten Mal diese Objekte registriert haben irgendwo, müssen doch auch Räuber gewesen sein. Denn aus welchem Grund
würden sie denn eigentlich die Provenienz dann nicht preisgeben wollen? Das müssen dann Räuber gewesen sein. Es ist ja kein Geheimnis den meisten hier im Raum, dass unser Museum ja mit Rückgabeforderungen über diesen berühmten Kameruner Schiffsschnabel konfrontiert ist. Konkret zu dieser Rückgabeforderung ist jetzt zu sagen, man muss sich halt schon genau anschauen, wer spricht warum. Man kann nicht einfach sozusagen zurückgeben dem, der am lautesten schreit und der vielleicht am besten Deutsch kann. Ich möchte hier die Forderung Nachdruck verleihen, indem ich sage, vielleicht können Sie nicht abschätzen, wie der ideelle Wert für die Familie bedeutet für das Dange, aber der ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Das alljährliche Ngondo-Fest in Douala. König Jean-Yves Mbumbu ist Vorstand beim vom ganzen Volk befeuerten Bootsrennen. Der kultische Wert eines Bootsschnabels wie Tangé wird beschworen. Im Vielvölkerstaat Kamerun sind den Menschen regionale Identitäten wichtig. Intellektuelle aus Afrika sehen im Schiffsschnabel Tangé ein Wappen und Zierstück und ein Bekenntnis. Man hofft, mit der Rückführung dieses vor 140 Jahren entführten Ausstellungsstücks die Seele der alten Kultur in das Heute zurückzuholen, gar neu zu erwecken. Diese Paddel sind alle weggenommen worden von Douala. Es gibt ja keine mehr zu sehen in Douala. Die Deutschen haben alles mitgenommen. Die sind alle in Deutschland. Deshalb sieht man, wie Henri hier sehr, sehr ernst und traurig gleichzeitig guckt, weil er darüber traurig ist. Er kann das nicht aussprechen. Er ist ja nach Deutschland geschickt worden als ein Repräsentant der Stadt Douala. Also ein Botschafter muss immer höflich sein. Das ist, so sieht er das. Ja, ich glaube, das Thema ist ein sehr wichtiges Thema geworden bei der Bevölkerung Kameruns. Und ich meine auch, dass die Regierung in dieser Frage offensiver werden kann, ohne den großen Druck, was eine Regierung bringen kann, werden die Überarbeitung dieser Frage nicht genügend Aufmerksamkeit haben. Sie wissen, dass die Leute in Europa reich sind. Die wissen, dass die Deutschen viel Geld haben. Und dann denken sie, ja, dann sollten sie jetzt uns auch was davon geben. Denn die haben ganz, ganz viel von uns auch mitgenommen. Es ist so, dass ich versuche, den Menschen zu erklären, wenn jemand hier Ansprüche stellt, hier in Deutschland, und anfängt mit, wir fordern Geld, wenn das irgendwie mit Geld verbunden ist, dann sind die Chancen, dass überhaupt ernst genommen wird, die sind sehr schlecht. Und das war für die Leute in Kamerun kaum zu verstehen, dass ich gesagt habe, ich möchte erst einmal eine politische und eine moralische Rehabilitierung von Rudolf Douala-Mangabell. Der Neubau des Humboldt-Forums, eines Museums im Outfit des ehemaligen kaiserlichen Schlosses im Herzen von Berlin, wird zum Präsentationsraum für Afrikas Schätze aus den riesigen Sammlungen des Völkerkundemuseums. Protest ist angesagt. Den Bauherren werden neokoloniale Attitüden unterstellt. Initiativen fordern und verlangen einen Sinneswandel und neue Formen des Umgangs zwischen Deutschland und unserem Nachbarkontinent Afrika. Ich bin sehr begeistert von der Arbeit, die mein Vater macht. Insbesondere seit seiner Pensionierung widmet er sich diesem Thema mit all seinem Herzblut. Und ich bin schon sehr beeindruckt, was er bewegen konnte.
Wir befinden uns, glaube ich, immer noch am Anfang dieses Aufarbeitungsprozesses. Aber ich bin froh, dass endlich etwas sich in Bewegung gesetzt hat und diese ganze Sache etwas ins Rollen gekommen ist, indem beispielsweise diese Straßen und Plätze nach ihm benannt werden. Die Stadt Ulm macht den Anfang, lädt die Würdenträger aus Kamerun ein, bietet einen großen Bahnhof mit Landesministerinnen und Politikern, Oberbürgermeister, Botschafter aus Berlin und Vertreterinnen kamerunischer Diaspora. Ich freue mich natürlich für diese zwar späte, aber notwendige Bewegung. Und ich glaube, dass die Zeit angekommen ist, um diese dunkle Geschichte, gemeinsame Geschichte Deutschland und Kamerun mehr zu verstehen und zu überarbeiten. Ein Platz unmittelbar am Ort des Gymnasiums, welches Rudolf Dualamanga besucht hatte, wird von nun an den Namen des Widerstandshelden tragen. Die Benennung des Platzes in Ulm vor dem Justizgebäude war für mich ein sehr bewegendes Erlebnis, weil ich dieses Zeichen der Stadt Ulm und auch diese Aufrichtigkeit, die habe ich als sehr authentisch wahrgenommen. Und die Zusammenkunft aller Kameruner war für mich auch nochmal ein besonderes Erlebnis, das mir ermöglicht hat, dieses traditionelle und auch dieses rituelle Feiern zu erleben, hautnah. Und das war für mich etwas, was ich sicherlich so schnell nicht vergessen werde. In Douala und in Kamerun erwartet man eine echte und endgültige, reale, totale Rehabilitierungs von Rudolf Dualamanga Bell. Das Private war mal, da wollte ich einfach die Geschichte erzählen. Aber mir ist so viel bewusst geworden in der Zwischenzeit. Und ich habe da gemerkt, die deutsche Öffentlichkeit wehrt sich noch dagegen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss man aber aggressiver auch werden. Und deshalb bin ich jetzt ein Ankläger geworden. Ich bin nicht nur Ankläger. Ich verlange mittlerweile aber ganz dezidiert, verlange ich die Rehabilitierung von Rudolf Dualamanga Bell. Jean-Pierre Félix Eyoum engagiert sich seit Jahren. 2014 schaffte er es, dass der Abgeordnete Christian Ströbele im Bundestag das Thema Justizmord an Rudolf Dualamanga benannt
und Wiedergutmachung gefordert hatte. Andere folgten. Auch Bundestagsmitglied Karamba Diaby hilft mit, damit eine Petition für die Rehabilitierung von Rudolf Dualamanga angenommen wird. Europa hat in Afrika wirklich Leid dort hingerichtet mit Kolonialzeit und anderen. Und ich finde, das Thema sollte man auf keinen Fall verdrängen. Und es ist schön, dass es in der Öffentlichkeit weiter diskutiert wird, dass man das wach hält, dass Erinnerungskultur ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist. Und Respekt auch den Menschen auf afrikanischem Kontinent gegenüber zu sagen, das, was dort getan ist, das machen wir jetzt in Schubladen. Wir diskutieren weiter darüber, wie können wir die Geschichte aufarbeiten. Wer die Geschichte unseres Landes betrachtet, wird feststellen, dass auch die Kolonialgeschichte unseres Landes viele, viele bittere Elemente beinhaltet. Eines davon ist der Fall Rudolf Dualamanga Bell, eines jungen Mannes, der sich als Student in Deutschland mit großen Kenntnissen der deutschen Sprache fit gemacht hatte, um in einem Land, das stolz auf sein Rechtssystem war, durchzusetzen, dass dieses Recht auch für die Menschen seiner Region, seiner Heimat gilt. Und dafür wurde er hingerichtet. Wegen Hochverrats. Hochverrat, weil jemand sich auf seine Rechte berief. Ich warte auf die Rehabilitierung. Und diese Rehabilitierung, die muss ausgesprochen werden von diesem Bundestag hier hinter mir. Die müssen das aussprechen. Das, was jetzt momentan passiert, das sind Schritte, die sind alle willkommen, sind alle schön, aber die Rehabilitierung, auf die warte ich. Das ist das Wichtigste und das muss kommen. Die Leute, die mir alle Briefe schicken, haben natürlich auch Erwartungen jetzt. Die meinen, es kommt etwas und wenn das erreicht wird, dann wird das dann das große Fest für ganz Kamerun werden. Und wie soll das, woher soll das kommen? Ich muss es liefern. Ich muss liefern. Und ich freue mich, dass es endlich gelungen ist. Das, was die Deutschen seit 108 Jahren nicht machen wollten, das kommt jetzt langsam zustande. Ist das schön, oder?